Hallo liebe USK-Freunde, ich bin Peter von den USK-Buddies hier in Dortmund und stellt euch vor, wir haben 1962. 1962 war ich zwar schon geboren, aber ich war längst noch nicht in dem Alter, um mir das neueste Oldsmobile-Modell anzusehen oder gar zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz, man mag sich das mal vorstellen, 1962 stellt Oldsmobile diesen Starfire hier in der zweitürigen Hardtop-Coupé-Version vor, das heißt ohne B-Säule. Und man stellt ein Auto in dieser Optik, in dieser Dynamik vor. Dass die Leute da drauf gesprungen sind, ist völlig klar, weil das ist eine Anmutung, wie sie in den frühen 60ern, wo man sich ja so abgekehrt hat von dieser Schwülstigkeit der 50er Jahre, wo das alles ein bisschen sachlicher wurde, aber wo man sich dann noch getraut hat, so viel Design in ein Auto zu packen. Angefangen, wie gesagt, von der Coupé-Form. Und dann fangen wir mal vorne an, weil das ist für mich schon mal so ein technisches Highlight. Der Kotflügel, sorry David, der Kotflügel macht ja eine ganz klassische Form, eine sehr gerade Form, geht dann hier nach vorne runter. Wenn man sich das Ganze aber dann mal von hier aus anguckt, von vorne, mit dieser Doppelwandigkeit, das heißt, wir haben halt wie eine Kieme hier, finde ich sagenhaft. Immer noch gekoppelt mit viel Chrom, was heute immer noch shiny und glänzend ist. Hat das Auto eine Anmutung, so wie es damals auch mal in irgendeinem Ausstellungsraum gestanden haben. Einfach nur traumhaft. Hinzu kommt halt die unglaublich schöne Farbkombination. Wir haben ein hellweißes Dach, dazu ein Champagner-grünlich-grau-Metallic-Goldton, wie auch immer man den bezeichnen mag. Das muss man nämlich live sehen. Ich glaube, auf dem Video und auf den Fotos kommt das nicht so hundertprozentig rüber. Aber es ist nicht nur diese Zweifarbigkeit, sondern wir haben auch über die gesamte Länge des Fahrzeugs einen ganz breiten Alustreifen. Das ist also richtiges Alublech, nicht lackiert oder ähnliches, hat auch eine gewisse Struktur. Und das macht das Auto nochmal in der Form, in der Dynamik nochmal sehr viel gestreckter. Hinzu kommen diese super schönen Weißwandreifen mit den Radkappen, die so im Turbinendesign sind, wie man das halt in den 60ern gerne gemacht hat. Da ist dann halt der Name wieder Programm. Das Auto heißt halt Starfire und man findet auch hier an den Seiten solche Embleme oder den super schönen Schriftzug. Und wenn wir schon hier hinten sind, guckt euch dieses Heck einmal an. Sind das nicht traumhafte Rückleuchten? Diese doppelte, gleichartigen Rückleuchten in dieser außergewöhnlichen Form. Und ich mache ganz bewusst nochmal das Licht an, weil ich finde, das ist einfach sehenswert. Das Heck allein, da könnte ich mich jetzt schon mit dem Hocker vorsetzen und mir das gemütlich eine ganze Zeit lang angucken und einfach nur genießen. Deswegen mag ich solche Autos, die halt auch nicht solche Massenware sind, wie das viele Fahrzeuge sind, die man unglaublich häufig dann auf irgendwelchen Events, auf irgendwelchen Treffen findet. Hier haben wir ein sehr eigenständiges Auto mit einer unglaublich schönen Optik. Farbgebung ist super stimmig und Farbgebung trifft auch den Innenraum. Schaut euch das mal an. Im Gleichklang zur Außenlackierung haben wir diese wunderschöne zweifarbige Kunstlederausstattung oder den Blick auf das Lenkrad. Wo findet man solch eine außergewöhnliche Form eines Lenkrads? In der Mittelkonsole die Schaltung, die Automatikschaltung, aber auch dieser Drehzahlmesser. Und dieser Drehzahlmesser ist bei dem Auto durchaus sinnig, weil wir haben hier einen 6,4 Liter großen V8 Big Block Motor mit 349 PS. Der absolute Oberknaller, was die Leistung angeht. Weil Anfang der 60er waren wir noch ganz weit weg von der Ölkrise. Da gab es halt noch diese großen Motoren, die auch durchaus auch noch Leistung produzieren durften. Später in den frühen 70ern, wie bei dem Lincoln, da haben wir einen 8-Liter Motor, aber nur noch 136 PS oder ähnliches. Wir schauen hier mal rein. Ja, und allein dieser Blick in den sehr schön aufgeräumten Motorraum ist eine Augenweide an sich. Wir haben halt, wie gesagt, diesen dicken Big Block Motor mit 6,4 Liter Hubraum, 349 PS. Und ihr seht auch hier im Zustand, und das spiegelt das ganze Auto wieder, hier ist alles richtig
ja, ich will nicht sagen neuwertig. Das Auto ist halt aus 1962, also mittlerweile auch 61 Jahre alt. Aber in solch einem hervorragenden Pflegezustand erklärt sich ganz einfach dadurch, das Auto hat erst etwas über 30.000 Meilen gefahren, war offenkundig immer in einer Garage gestanden, um dementsprechend noch so gut auszusehen. Matching Numbers, das heißt, alles ist im Original, so wie es das Werk verlassen hat. Da ist nichts dran rumgebastelt, rumgebaut. Auto ist unangetastet. Unangetastet meine ich damit, es ist nicht restauriert, lackiert worden oder ähnliches, sondern er steht immer noch in diesem traumhaften Zustand da. Und das Ganze klingt auch richtig schön. Ihr habt gehört, mit dem ersten Schlüsseldreh springt das Auto sofort an, läuft super leise und ruhig. Ist dadurch bedingt, dass wir in Amerika schon viel in das Auto nochmal investiert haben. Das heißt, es ist ein großer Tune-up am Motor gemacht worden, Einstellungsarbeiten und so weiter. Aber auch die gesamte Vorderachse ist neu gelagert worden. Auch hier ist somit technisch alles in sehr, sehr gutem Zustand. Wir werden das Auto jetzt hier nochmal checken. Aber solange der Motor läuft, gehen wir einfach noch mal hinten hören. Wir haben hier eine einflutige Auspuffanlage, die sehr schön dezent diesen V8-Sound wiedergibt. Herrliches Auto. Nichtsdestotrotz mache ich den Motor mal wieder aus. Ja, hier im Motorraum. Habt ihr gerade schon gesehen, ist alles komplett im Originalzustand. Das heißt, hier ist nichts verbastelt. Das ist immer gut so. Wenn es nicht verbastelt ist, dann funktioniert es auch. Und es sieht halt auch super schick aus. Gehen wir nochmal zurück in den Innenraum. Da hat man noch richtig komfortabel gebaut. Ich bin jetzt 1,80 Meter groß und ich denke, hier ist ausreichend Platz auch für jemanden, der vielleicht noch ein bisschen größer gewachsen ist. Und für die etwas kleinere Dame vielleicht kann man das auch ein bisschen enger gestalten. Ne? Ja. Ja, wir haben hier eine sehr schöne Anmutung mit diesem Breitbandtacho. Wir haben hier diese Mittelkonsole mit einem Drehzahlmesser, eher ungewöhnlich, hat man sonst nicht so. Das Originalradio ist noch da, die Tipptastengeschichte hier für die Heizungsregelung. Wirklich schöne Features, auch mit dem Schaltknauf. Kleines Kügelchen hier, sehr dezent, sieht aber schick aus. Und auch hier, selbst die Fußmatten oder der Teppich ist im gleichen Design gehalten wie die Sitze. Herrlich. Im Armaturenbrett vorne über dem Handschuhkasten auch wieder das große Starfire-Emblem. Kein Riss, keine Verschmutzung. Gleiche gilt für die Sitze, für die Türtafeln, für den Himmel. Das Auto ist einfach ja, nur sehr, sehr wenig gefahren worden. 32.000 Meilen, wie ich vorhin schon mal sagte. Und solche netten Features wie diese aufkurbelbaren Dreiecksfenster, die fehlende B-Säule, was zur Optik halt wirklich beiträgt, sehr positiv beiträgt, ist einfach eine Show. Wir gucken auch gerne noch mal hinten in den Kofferraum, der bietet nämlich ausreichend Platz, auch für die etwas größere Tour, nicht nur am Wochenende, sondern auch vielleicht im Urlaub mit den Lieben. Hier kriegst du alles rein, die gesamte Campingausrüstung, den halben Umzug, was auch immer. Und ihr seht, das ist auch alles sehr, sehr schön, schön gepflegt. Im Schwarz, weiß ich nicht, was für Material das ist, schön ausgeschlagen. Der originale Wagenheber ist noch da, das originale Ersatzrad. Also tatsächlich so, wie ich es vorhin schon mal sagte, Matching Numbers, alles im Original, alles im schönen Zustand. Selbst die Dichtungen sind noch sehr schön hier. Also das ist ein Auto, was man so äußerst selten nur noch findet in dem Zustand. Und ich freue mich tatsächlich immer, wenn dem Chris es gelingt, in Amerika solche Autos aufzutun. Das gelingt ihm auch nur durch sein riesengroßes Netzwerk, was er sich über die Jahre aufgebaut hat. Sonst findet man online solch ein Auto nicht mehr. Bitte tut euch den Gefallen, schaut euch das live an. Es wirkt immer noch viel, viel schöner als das, was ich euch hier erzählen kann. Man muss sowas live sehen, live hören, vielleicht auch mal Probe fahren. Das Auto ist echt etwas, für was ich mich total begeistern kann. Allein schon, weil es diese besonders schöne Farbgebung, die schöne Formgebung und den sensationellen Zustand bietet. So, hier mal ein kurzer Blick unter den Starfire.
Wie man sieht, haben wir hier gerade schon aktuell eine neue Bremsleitung verbaut. Wir sind dabei, die Radbremszylinder zu erneuern. Aber wichtiger ist ja, dass das Auto auch von unten komplett rostfrei ist. Das heißt, egal wo man hier in die Ecken schaut, ist das alles so, wie es sein soll. Auch die Aufhängungsgummis, die sind ja alle neu gemacht worden. Schoßdämpfer sind neu. Die Schubstangen, das ist an der Vorderachse alles komplett erneuert worden. Ja, das Auto ist halt von unten konserviert worden, damit ist auch nichts vertuscht, sondern halt ist wirklich alles ordentlich. Ja, auch in den Radkästen, wenn man da reinschaut, ist dort alles gut. Von daher nicht zögern. Ruft mich gerne hier in Dortmund an. Alle Infos findet ihr unter www.uskbuddies.de. Alle Infos zu dem Auto, zu allen anderen Autos, meine Kontaktdaten, und dann sehen wir uns hier in Dortmund. Und dann verspreche ich euch, werdet ihr nicht enttäuscht sein. Bis dahin habt eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald. Macht's gut. Ciao.